Gottfrieds von Straßburg, sogenannter Literaturexkurs in seinem Tristan-Roman, gilt als die einzige wirklich relevante Quelle für die deutschsprachige Literaturtheorie des 13. Jahrhunderts mit nicht zu unterschätzenden Nachwirkungen. Gottfrieds Werk, seine poetische Praxis und poetologische Reflexionen inspirierten nämlich spätere Autoren wie Konrad von Würzburg, Heinrich von Mügeln, Frauenlob und andere, viele von ihnen Vertreter der Sangspruchdichtung, des Minnesangs und des geblümten Stils, dem schon die Zeitgenossen in besonderem Maße und dies keineswegs unter immer positiven Vorzeichen den Vorwurf extremer Verrätselung und Obskuritas gemacht haben. Dabei ist es in der medievistischen Forschung noch immer umstritten, wie das Verhältnis zwischen Gottfrieds Poetik sowie seiner Aussagen im Literaturexkurs zur lateinischen Rhetorik tatsächlich zu begreifen ist und woran seine Nachahmer, Bewunderer und Erneuerer eigentlich anschließen wollten. Mit diesem Seitenblick auf den höfischen Roman entfernen wir uns zunächst zwar von der Gattung des Rätsels als einer distinkten Textform ohne weitere Kontextualisierung, nähern uns aber gerade dem, was in der Sangspruchdichtung Verrätselung und Rätselform annimmt und Formaspekte wie den Klang wesentlich einschließt. Das Verbindungsglied ist die Obscuritas und ihr vermeintliches Gegenstück, die Perspicuitas, als das höchste rhetorische Stilideal, dem sich, so scheint es, im Literaturexkurs sich auch Gottfried verpflichtet fühlte. Wie kommt es dann, dass sein Trister-Roman nicht nur gemessen an den hermeneutischen Kontroversen, die bereits über Jahrhunderte ausgefochten werden, als einer der am schwersten verständlichen Texte der Gattung höfischer Roman gilt, sondern es auch auf der Inhaltsebene immer wieder um Missverständnisse und Missverstehen, Wortlist, Worträtsel und Wortlüge, Zeichencodes und Zeichendeutung, Verrätselung und Enträtselung geht und die intrikate Frage, wer erweist sich in all dem als der wahre Meister? Der Literaturexkurs schließt sich einer topischen Selbstbescheidung hinsichtlich der Schilderung von Tristans Schwertleiter am Hof seines Onkels Marke durch den Erzähler an. Schon früher hätten viele Erzähler von all der Pracht, der Schönheit und der Zierde gesprochen, mit der Tristan zu seinen Ehren ausgestattet gewesen war. Dass selbst 12 Sinne und 12 Zungen von jener Qualität und Fähigkeit, wie sie der Erzähler besitzt, es nicht anzufangen wüssten, angemessen und den RezipientInnen zu Freude und Ergötzung zu berichten. Natürlich tut dies der Erzähler schließlich trotzdem, nicht aber zuvor sich über seine Dichterkollegen auszulassen und ihre besonderen Qualitäten zu loben oder auch zu tarnen. Dabei berücksichtigt Gottfried sowohl die Epiker wie die Lyriker, wobei die Merkmale der Liedkunst überwiegen, was nicht nur von Gottfrieds besonderer Bewunderung des musikalisch elaborierten Sangs zeugt, der ja auch in der Erzählung eine wesentliche Rolle spielt, sondern auch seine herausragende Reimpoetik und Klangverliebtheit, die sich allenthalben zeigt. Hartmut Bläumer hat in einem Beitrag gezeigt, dass Gottfried erzähle, wie ein Minnesänger dies täte, wobei Gottfried kein sicher nachweisbares Liedövre überliefert hat. Allen voran ehrt er Hartmann von Aue, den Verfasser des Erik und Iwein, der mit seinen Adaptionen des Artusstoffes aus den französischen Vorlagen Chrétiens de Troyes eine neue Romantradition in deutscher Sprache begründete, die zur absoluten Karrieregattung des hohen Mittelalters gehört. Dem höchsten Lob Hartmanns, dem Gottfried entsprechend den Schappel und den Lorzwie verleiht, lassen sich entscheidende Termini zur Beschreibung eines dichterischen Stilideals entnehmen. Obwohl das zentrale Ideal der Antike, die Perspicuitas, wörtlich Durchsichtigkeit, als Stilprinzip im Mittelalter offenbar nicht mehr sehr geläufig war, vor allem, weil sie prominent behandelnden griechischen und römischen Texte verstümmelt oder ganz verloren waren, scheint es recht präzise mit dem übereinzustimmen, was Gottfried scheinbar in seinem Literaturexkurs fordert. Hartmanns Meere seien usen und innen mit Worten und mit Sinnen durchfärbet und durchzieret. Sowohl inhaltlich als auch formal sei Hartmanns Sprache also besonders geschmückt und die Rede verziert, wofür Gottfried sich hier und später metaphorisch aus dem vestimentären Wortfeld bedient. Der Artusdichter würde dabei aber ganz ohne besonders gekünstelten und gesucht fremden und ungewöhnlichen Sprachgebrauch, gesperrte Syntax und oder andere absichtliche Korruptionen auskommen, die den Sinn verdunkeln und den HörerInnen das Verstehen zu erschweren intendierten. Im Gegenteil, werden seine Luther und reine kristallinen Wortelin besonderes Lob zuteil, die den RezipientInnen derart gefällig seien, dass sie sich ihm ganz selbstständig und in angemessener Weise nähern und nicht umgekehrt die HörerInnen sich der Sprache aktiv bedeutend zuwenden müssten.
Angemessenheit ist aber eben auch so zu verstehen, dass ich Hartmanns Sprache jedem zuwende, der rechten Murte habe und auch Rechte kann verstahen, die sich also den Erwartungen sowie den ethischen und intellektuellen Dispositionen der RezipientInnen anzupassen verstehe. Es ist nicht sehr schwer, hinter dieser Lobrede auf die deutsche Literatursprache der Zeit relevante Termini der lateinischen Rhetorik zu erblicken. Relevant scheinen hier vor allem zwei Dinge, die unter dem Begriff der Form subsumiert werden. In der Vormoderne zielt die ästhetische Dimension des Formbegriffs generell auf das Schöne des göttlichen Kosmos und wird in Begriffen wie Constantia, Integritas und Harmonia ausgedrückt. Das Pulchrum wird vor allem im Zusammenhang mit dem Aptum, dem Nützlichen, und dem Bonum, dem Guten, sowie dem Honestum, dem Wahren, diskutiert. Das Aptum wird in der Regel in Äußeres und Inneres unterschieden, wobei jenes alle direkt mit dem Text zusammenhängenden Komponenten meint, wie die Angemessenheit und Abgestimmtheit des Redegegenstandes, also die Verbindung von Res und Verba, sowie den sprachlichen Ornatus, das heißt alle sprachlichen Ausdrucksqualitäten, welche die Rede schmücken und das Imaginative vor Augen stellen, erzeugen. Dieses regelt demgegenüber die Anpassung des Redegegenstandes an die Erfordernisse der Rezeption, an das anvisierte Publikum und das Ziel der Rede. Das Bonum spielt bei Gottfried schon im Prolog eine entscheidende Rolle. Das Gute kommt dabei nicht nur Gott zu, sondern auch dem Gönner, Dieterich, der sich im Akrostichon des Prologs versteckt und im Akt des Dichtens für das und den Guten auch dem Künstler, Gottfried, und den RezipientInnen, die er wiederholt Ädele Herzen nennt. Die Sprache und ihr Verhältnis von Form und Sinn beschreibt Gottfried in für die Tugend der Perspicuitas typischen Lichtmetaphorik, Luta und Reine. Wie andere Rhetoriken benutzt die Rhetorica ad Herennium, welche im Mittelalter rezipiert und, wenn auch fälschlicherweise, der rhetorischen Autorität Ciceros zugeschrieben wurde, die Adjektive perspicuus, durchsichtig, planus, ebenmäßig, apertus, offen und vor allem dilucidus, Licht, klar, um das oberste Stilideal rhetorisch durchformter Rede zu attribuieren. Beim Dichterlob Bliggers von Steinach wiederholen sich die Attribute gelütert, unde gereinet sowie gefeinet, ebenso wie der Griff ins vestimentäre Wortinventar. Bligger sei ein Färvere, seine Worte seien von Frauen am Stickrahmen mit kirchischem Borten untersnieden gewebt worden. Bei ihm verbindet sich mit der Durchsichtigkeit und Klarheit der Kunst auch noch etwas anderes. Der Wortwiese würde mit Specher Rede Wunder wirken, und zwar in fremdem Prise. Der Fremdheitsaspekt, der mit dem Wunder in etwas nicht Unmittelbares oder nur vom Weisen Fassbares aufgeht, wird dann auch mit einem neuen metaphorischen Feld verknüpft, das nicht mehr greifbare Form ist, sondern flüchtiger Klang. Sin Zungen, die du Hafen trägt, die H2-volle Seligkeit. Dies trifft sich zum einen mit der Erfordernis der Dignitas, die im christlichen Mittelalter mit dem Summum Bonum Gottes verknüpft wird. Zum anderen deutet diese Allusion an Davids Psalmengesang Jubile Cantabo et Psalam Domino, Psalm 26,6, auf die allegorische Rede der Bibel, die auslegungsbedürftig und nur von besonders Berufenen verstanden werden kann. In diesem christlichen Modell, dessen Grundgedanken vor allem durch Augustinus vermittelt wird, verschmelzen dann auch Perspicuitas und Obscuritas miteinander, ohne ihre Gegenpoligkeit eigentlich aufzuheben. Augustinus und die ihm folgenden mittelalterlichen Exegeten begreifen Klarheit bzw. Offenheit vom Gegenpol grundsätzlichen Verborgenseins her und verstehen die Texterklärung als schwierige Entschlüsselung. Die Lichtmetaphorik, die in der römischen Antike das Perspicuitas-Verständnis geprägt hat, verliert in diesem Zusammenhang an Gewicht bzw. erhält im Zuge der Christianisierung eine andere Ausrichtung. Die dem Menschen so erscheinende dunkle allegorische Rede der Bibel muss in ihrer Claritas, deren Lichtmetaphorik weniger als Durchsichtigkeit, denn als Majestas und Dignitas verstanden werden muss, erst erhellt werden. Diese Sichtweise auf die allegorische Welt geht im Wesentlichen zurück auf einen Passus in Paulus' ersten Korintherbrief, in dem er feststellt, dass wir auf Erden wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort sehen und erst im Jenseits von Angesicht zu Angesicht. Als klar gilt nicht nur der überirdische Gegenstand bzw. sein Erscheinungsbild, sondern auch dessen Wahrnehmung.
Das heißt aber auch, dass sich vom Standpunkt der rhetorischen Betrachtung von Sprache im christlichen Sinne im Prinzip zwei Formen dunkler Rede unterscheiden lassen. Eine göttliche, die nur im minderbemittelten Verständnis des irdischen Menschen als eine solche erscheint, und eine menschliche, die als Vitium anzulasten ist und der Perspicuitas bzw. den kristallinen Wortelin widerspricht. Diese Form der Obscuritas lastet Gottfried mit scharf tadelnden Worten einem namenlosen Dichter an, hinter dem mit guten Gründen Wolfram von Eschenbach zu vermuten ist. Vom Lorbeerkranz, den er Hartmann flechten will, nimmt Gottfried das Bild einer Blumenheide, von der die Blüten gepflückt und in den Kranz gesteckt werden sollten, was sicher nicht zufällig an den geblümten Stiel gemahnt, und platziert darauf einen ungestümen Hasen, der wie die Bickelworte des fragwürdigen Dichters, offenbar ohne klare Richtung, hin und her springt. Dieser Hase wiederum erinnert allzu deutlich an das Gleichnis des Parsival-Prologs. Dort wird der flüchtig mal vor und zurück, mal links und mal rechts hinherspringende Hase mit dem Zweifel menschlicher Existenz verglichen und ihrer grundsätzlichen Gemischtheit aus kontrahierenden Komponenten und nicht zuletzt mit der Unvorhersehbarkeit der Geschichte verglichen. Der Gottfriedsche Neologismus Bickelworte wird in etwa als Würfelworte zu verstehen sein, wobei das Spielzeug als der Inbegriff der fatalistischen Zufälligkeit und Unkontrollierbarkeit gilt und in der christlichen Spielewelt wahrlich keinen guten Ruf hat. Und so prangert er im Folgenden den Mangel all dessen an, was er Hartmann, Bligger und anderen Dichtern gepriesen hatte. Seine Worte seien weder getwaggen noch ebbene oder schlecht. Vielmehr seien sie Stolpersteine auf dem Weg jedes geradeaus laufenden und denkenden Menschen. Eine solche Dichtung sei demgegenüber der künstlich gewebten Seide und prächtig verzierten Borte wilde. Ein solcher Dichter ein Wilde nähre, der verwilderte Geschichten hinterherjage wie einem Hasen. Danach häuft Gottfried seinerseits sich überbietende Metaphern der Täuschung, der List und des Betrugs aufeinander, die seine eigene Rede zwar zunehmend dunkler werden lassen, denn die Bilder gehen in verknoteten Assoziationsketten auseinander hervor, geraten bisweilen miteinander in Konflikt und erschließen sich im Grunde auch nur als Intertext mit Wolframs Prolog im Parsival. Man könnte ihm also durchaus seinerseits den Vorwurf der Obscuritas machen, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied, auf den er selbst dringt. Gottfrieds Dichtung versteht sich, wenn nicht im ausdrücklichen Gefolge von Hartmann, Bligger, Feldicke und Walter, dann doch aber im Sinne des Bonum und des Honestum, welchen er sich zusammen mit den ädelen Herzen, in deren Wir-Gemeinschaft er hier weiter argumentiert, sich verpflichtet fühlt. Demgegenüber könne man dem Betrüger und Wilderer Wolfram nur mit fragwürdiger schwarzer Magie beikommen. Die Entschlüsselung dieser Art von Obscuritas ginge dann wohl nicht mehr mit rechten christlichen Dingen zu und entfernte sich entschieden vom Abtum, Bonum und Honestum. In einem ähnlichen Zusammenhang sehen muss man dann wohl auch die ethisch nicht gerade kritiklos hinzunehmenden Täuschungs- und Betrugsmanöver der ProtagonistInnen des Romans Tristan und Isolde, die zu einem großen Teil auf der Wortebene ansetzen und nicht selten mit absichtlich verrätselten Wortspielen einhergehen. Inwiefern alles unter dem Deckmantel der Minne Geschehene als Lizenzen des Bonum anzusehen ist, bleibt jedoch bis zuletzt ambivalent. Ebenso ist ungeklärt, wie Gottfrieds Stilideal denn nun eigentlich aussieht. Nur weil er Hartmann und andere für gerade, umweglos, klare und durchsichtige, aber doch geschmückte Sprache lobt, heißt es ja nicht, dass er ihnen auch aktiv nacheifert und keinen eigenen Weg einschlagen wollte. Schaut man die Literaturgeschichte an, auf den Tristan Autor rückwärts und von denen aus, denen er offensichtlich und oder explizit zum Vorbild diente, würde man glatt das Gegenteil behaupten. Frauenlob zum Beispiel gilt mit seinem hermeneutischen geblümten Stil als enigmatischster Dichter des deutschen Mittelalters. Hier sieht man, dass es in der volkssprachlichen, christlichen und im Besonderen in die Allegorie verliebten Literatur ab dem 13. Jahrhundert nicht so einfach ist mit wertenden Aussagen gegenüber dem, was von der lateinisch-rhetorischen Obscuritas und Perspicuitas durch die nur bruchstückhafte Überlieferung der Theoretiker noch übrig war. Zumindest doch dies.
Ausgangs- und Kernpunkt ist die Eindeutigkeit bzw. Unmissverständlichkeit der Aussage und der sie tragenden Begriffe, die Absage von Ambifolie bzw. Ambiguität. Dies betrifft das Einzelwort in seiner lexikalischen Bedeutung, aber auch in seiner grammatischen Funktion. Vor allem sind Doppel- oder Mehrdeutigkeit eines Wortes oder Ausdrucks auch dessen Gebrauch in Täuschungsabsicht verpönt. In der klassischen Rhetorik gilt sie daher als fragwürdig und verdammenswert und unterstellt dem Redner oder Autor versuchte Verdunkelung und Irreführung. Aristoteles rechnet sie dem Sophisten als Mittel zu, seine bösen Trugschlüsse durchsetzen zu können. Nach Quintilian solle zugunsten der Eindeutigkeit jeder Äquivokation tunlichst vermieden und wenigstens erläutert werden. Allerdings beziehen sich diese rhetorischen Vorschriften gemeinhin auf die Gerichtsrede und insbesondere auf die den Fall schildernde Narratio. Schon Aristoteles anerkennt sehr wohl, dass die poetische Dichtung auf sprachästhetische Ungewöhnlichkeit und Redeschmuck angewiesen ist, um nicht banal zu sein und die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen zu verlieren, sondern wirkungsvoll zu sein. Zur Perspicuitas, einem Sammelbegriff für Textelemente, die dem besseren Verständnis dienen, muss daher Ornatus treten, um Wirkung beim Zuhörer, bei der Zuhörerin zu erzeugen, wodurch sich allerdings ein gewisser Widerspruch ergibt. Denn was zugunsten der Perspicuitas vermieden werden sollte, erfordere der Ornatus. Das Ideal sei daher, in einer Harmonie, einer Mischung von beidem zu suchen. Es gibt eine anhaltend lebhafte Debatte darum, ob und inwiefern sich Gottfried dem rhetorischen Stilideal der Perspicuitas verpflichtet sah oder sich sogar bewusst der Obscuritas annähere. Da auch ich dem Gebot der Brevitas gehorchen möchte, werde ich diese Debatte hier nicht rekonstruieren oder gar weiterführen. Nur so viel. Gottfried, so scheint mir, macht es beiden recht. Er lässt im Besonderen seine ProtagonistInnen Äquivokationen und andere Formen mehrdeutiger Rede verwenden, um zu verwirren und zu täuschen. Mit untereinander gegenseitig die hermeneutischen Kompetenzen zu testen, gleichzeitig lässt er seine RezipientInnen klar und deutlich auf diese Verfahren hindurchschauen, indem er sie selbst vollzieht und sein Publikum so zum eigenen Stil ideal erzieht. So, möchte man meinen, entgeht er der Sophisterei und dem Vorwurf der verdammenswürdigen Art von Obscuritas. Er gehorcht dem höchsten Ideal der Perspicuitas als einer Rezeptionskompetenz, die allen edlen Herzen gleichermaßen zukommt. Die edlen Herzen aber sind von Anfang an mit dem Bonum verknüpft, so dass alles enigmatische Sprechen sich im Prinzip in ein christliches Weltbild aufheben lässt. Im Prinzip, wie das in der Dichtungspraxis vor allem unter Konkurrenten und unter welchen Voraussetzungen auch immer inszenierten Streitigkeiten unter Dichterkollegen aussieht, kann man an Gottfrieds Haltung gegenüber Wolfram von Eschenbach erahnen. Den prinzipiell kategorischen Unterschied zwischen Obscuritas und Perspicuitas gänzlich einzuebnen, wird der Komplexität der möglichen Verhältnisbestimmung wohl eher nicht gerecht.